Der Schwarm aller Leser und Leserinnen. Ach. Warum freuen Sie sich auf den Abend heute? Das ist ja wie eine große Wundertüte, der Abend immer. Man weiß nie genau, was einen erwartet und lässt sich überraschen. Es steckt voller netter Überraschungen und wir haben uns bis jetzt, die drei Male, die wir da waren, immer toll amüsiert. Und Sie waren auch schon auf der Bühne, haben nämlich vor einigen Jahren eine Laudatio gehalten. Jetzt verraten Sie uns bitte das Geheimnis. Wie lange schreibt man wirklich an einer solchen Laudatio? Ganz offen, da gibt es keine Regel. Es kann sein, dass es in 5 Minuten da ist, kann sein, dass es einen Tag lang quält. Aber damals, glaube ich, ging es relativ schnell. Inwiefern ist die Verfilmung von Der Schwarm noch im Gespräch? Wie ist da der Stand? Der Stand ist, dass ich seit 7 Jahren sage, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich gedreht. Jetzt sage ich, ich glaube, nächstes Jahr haben wir gute Chancen, dass es gedreht wird. Mögen Sie sagen, woran es hakt? Es hakt in der Vergangenheit tatsächlich daran, dass man einfach sehr viel Geld für so ein Filmprojekt braucht und Hollywood einfach nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Die hatten keine Kohle mehr und pleite. Jetzt mittlerweile sind die Filmfinanzierungen wieder ein bisschen anders gesetzt. Das Geld kommt aus anderen Teilen der Welt. Also insofern haben wir tatsächlich eine gute Chance, dass wir es jetzt realisieren. Interesse ist da. Es ist jetzt also nicht einfach nur ein Spruch. Ich bin sehr zuversichtlich.